Jahrmarktstimmung inklusive Anstich mit dem eigenen Bier. Leonding eröffnet das 7. Stadtfest. Deine Tochter ist der größte Fan, warum? Naja, also sie freut sich schon seit Wochen wieder darauf, dass sie wieder irgend mit allem Möglichen fahren kann. Und im Urlaub war sie schon ganz aufgeregt und hat schon Angst gehabt, dass wir möglicherweise nicht rechtzeitig zu Hause sind für Stadtfest. Gott sei Dank, alles geklappt. Was noch fehlt? Ein Riesenrad. Diese Attraktion wünscht sich Leondings Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek schon lange. Riesige Stadt, Riesenrad, also völlig klar. Nein, es wäre einfach eine Attraktion, die wirklich schön wäre. Ich weiß, der Rudi Schlader wird alles in Bewegung setzen, dass wir das realisieren können. Dann kann sich der Braut da verstecken. Ich glaube, wenn es da gegenübersteht vom Rathaus, das schaut einfach netter aus. Oder Riesenrad ist natürlich was Elegantes. Die Verhandlungen laufen. Die Chancen fürs nächste Jahr stehen gut. Es kommt aus der Steiermark, darum ist er in grün-weiß gehalten und wird auch schön da auf den Kopf des Hauptplatzes passen. Wenn die Faschingsgilde Eilishow mit den Gardetänzerinnen einzieht, die Schalmeien spielen und das Bier aus dem Fass rinnt, dann ist das Leondinger Stadtfest auch offiziell eröffnet. Wir sind seit 27 Jahren eine Leondinger Brauerei, haben natürlich dadurch einen sehr starken Bezug zu der Stadt, sind bei allen Festivitäten, die die Stadt veranstaltet, dabei. 3 Tage dauert das Leondinger Stadtfest. Alle Vereine präsentieren sich. Ein Kirtag mit Fahrgeschäften und Live-Konzerten. Sonntag ist Familientag mit Frühschoppen und Frühstück mit der Bürgermeisterin.